Hallo und herzlich willkommen, schönen guten Abend beim Roundtable Expertinnengespräch zum Thema Lesefreude. Ich freue mich, dass ich heute wieder vier Gäste hier habe, und zwar Christopher End, der selber auch Geschichten schreibt. Also du bist ja Achtsamkeitscoach und Heilpraktiker, und du schreibst aber auch selber Geschichten, also auch damit schon viel mit der Lesefreude. Dann die Sieke Carsten, die ja Kindern bei Lernschwierigkeiten unterstützt und mit Reflexintegration arbeitet. Die Maria Glitz, die Elementarpädagogin ist, kann man das so sagen? Ja. Und die Basis schafft für Lesen und Lesefreude, und Petra Weber, die sich auch dem Lernen verschrieben hat und mit Kinesiologie arbeitet. Ja, ich bitte euch jetzt vielleicht, euch genau in der Reihenfolge, wie ich euch aufgerufen habe, kurz vorzustellen, zu euch selber was dazu zu sagen, und dann geht es schon mitten ins Thema. Ich war der Erste, oder? Genau, ja. Hallo, mein Name ist Christopher End und ich bin Elterncoach. Ich sitze hier in dem schönen Köln, gerade bei einer Firma, deswegen bin ich hier in diesem lustigen Kästchen. Und genau, ich helfe Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Da gehört jetzt Lesen lernen nicht so in erster Linie zu, die kommen mit anderen Themen. Ich habe zwei Kinder, die beide interessanterweise auch relativ spät lesen gelernt haben. Und der große, aber begeisterte Leser ist, erzähle ich gerne gleich noch was dazu. Genau. Und manchmal schreibe ich Geschichten und ich lese gerne sehr viel selbst und ich lese auch sehr gerne vor. Gut, Silke, du warst die Nächste. Ja, Silke Carsten von Erfolgsteam Familie. Ich komme aus der Nähe von Köln, aus Bonn. Und ich unterstütze Familien, bei denen so der Schulstress das Familienleben stark dominiert, sage ich jetzt mal. Und unterstütze da eben auch nicht nur die Kinder, sondern immer auch die Eltern mit dazu. Und das kann sein, dass die Kinder Angst vor der Schule haben, vor Lehrern, vor Fächern, vor Klassenarbeiten, dass sie sich schlecht konzentrieren können. Und ganz besonders liegen mir die Kinder am Herzen, die sich einfach schwer tun, das Lesen, das Schreiben zu lernen. Und ich habe selber zwei Kinder, die sind jetzt 14 und 16. Und die hatten beide auch eine Leserechtschreibschwäche. Das heißt, wir hatten auch hier einige Probleme zu Hause, die wir aber super gemeistert haben. Deshalb habe ich auch gesagt, sie hatten eine Leserechtschreibschwäche. Und und arbeite da unter anderem mit der Reflexintegration. Und ich denke, da erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr darüber, was das genau ist. Genau. Maria? Ja, guten Abend. Ich bin Maria Glitz, bin Impulsgeberin, Trainerin und Begleiterin von Eltern, um sie im Alltag zu stärken, alles, was so rund ums Familienleben mitten in der sogenannten Trotzphase ist. Ich habe selbst einen 3-jährigen Sohn, komme dadurch natürlich täglich mit dem Lesen einfach in Berührung, übers Vorlesen. Mir fällt es selber schwer, an Buchhandlungen vorbeizugehen, ohne ein Buch zu kaufen. Also von daher täglich mittendrin. Und Petra. Ja, guten Abend. Ja, mein Name ist Petra Weber. Ich bin Coach für das neue Lernbewusstsein. Also ich arbeite viel mit der Kinesiologie, mit Brain Gym, habe eine eigene Praxis in Düsseldorf, bin aber auch Vertretungslehrerin in der Grundschule. Also ich kenne auch diesen Bereich der Grundschule, bin in ersten, zweiten Klassen sehr viel, wo es dann um das Lesen lernen geht. Ich habe selber zwei Söhne, wo einer sehr, sehr gerne liest, zwei erwachsene Söhne und einer halt auch wenig. Ich kenne es also auch so aus dem Zuhause so von uns, dass obwohl ich immer viel gelesen habe, die Kinder sich einfach auch unterschiedlich entwickeln. Genau, ja. Ja, wie gesagt, ich bin Ilse Lechner, bin Lebens- und Sozialberaterin und Montessori-Pädagogin und habe selber zwei Söhne, wovon einer ein Vielleser ist und der zweite mittlerweile auch ein Vielleser, aber der war ein Spätzünder, der hat sehr spät zu lesen begonnen, und damit habe ich lange gekämpft, weil wir im Prinzip eine Vielleserfamilie sind. Ja, und jetzt wollen wir ein bisschen Unterstützung geben, was man denn tun kann, um die Kinder beim Lesen lernen zu begleiten, um ihnen die Lesefreude zu vermitteln. Und
Ich glaube, am besten beginnen wir mit der Maria, weil die eben die Kleinsten unterstützt. Ja, also klar fängt es bei mir schon ganz von Anfang an mit Bilderbüchern, die bei uns quasi zu Hause rumgelegen haben. Und zwar immer auf dem Boden, ne, wenn die Augenhöhe... Ui, ja, die warum? Verbindung, weil der Ton jetzt ganz schlecht war gerade. Okay. Bitte nochmal wiederholen. Oh. Wir haben ganz, ganz früh angefangen, indem wir Bilderbücher auf den Boden gelegt haben, indem es immer auf Augenhöhe war, sodass unser Sohn zum Beispiel jederzeit drankam. Ja, empfehlenswert ist dann natürlich, wir haben unten einen Karton hingelegt, wo die Bücher drin lagen, viel benannt, die Dinge, und ja, ihn somit jederzeit an Bücher rangehen lassen, aber nicht unter Zwang, unter Druck, sondern nur, wenn er selber wollte. Und ja, das Ganze ja, hat sich dann gesteigert in Gute-Nacht-Geschichten abends. Da hat er irgendwie kaum ein Ende gefunden. Mittlerweile sind wir da aber weg. Im Moment ist er dann eher ja nicht so auf Bücher, dann eher wirklich ja, das Lesen in verschiedenen Zeitungen mittlerweile, weil es einfach anfängt zu knistern. Mhm. Ja, was ich auch ganz wichtig finde in dem Alter, ist einfach auch das Vorlesen, das mit dem Kind gemeinsam Buch schauen, die Dinge einfach besprechen und so. Das gibt ja auch Möglichkeit zur Kommunikation, Möglichkeit zum Spracherwerb, das hatten wir ja schon. Ne? Und einfach auch diese Freude am Element Buch zu fördern, das finde ich sehr schön, wo du sagst, die Kinder müssen rankommen. Ein weiterer Tipp, den ich so als Montessori-Pädagogin habe, ist die Bücher so aufzustellen, dass die Kinder das Cover sehen. Also normalerweise sind die Bücher ja so im Regal, dass man den Buch unten sieht. Und wenn man die Bücher anders aufstellt, dass man also das Cover sieht, dann ist es für die Kinder einfach viel anregender, wenn sie so klein sind. Ja, und du sagst ganz richtig, Geschichten erzählen. Da werden wir vielleicht dann auch zum Christopher weitergehen, weil der ist ja offenbar ein Geschichtenerzähler. Wir sind eigentlich alle Geschichtenerzähler. Ne? Ich weiß nicht, von wem das Buch ist. Storytelling Animal. Mhm. Also, dass wir Menschen eigentlich uns, die Dinge, die uns wichtig sind, geben wir über Geschichten weiter. Genau. Und deswegen rührt uns das auf der Weise so an und auf die ist es auch so stark, Geschichten, weil es unsere ureigenste Art ist, wie wir Informationen weitergeben, wie wir Erfahrungen weitergeben, wie wir Gefühle weitergeben, Visionen weitergeben. Dann hat man abends im Lagerfeuer im Kreis gesessen und einer hat eine Geschichte erzählt, was er heute erlebt hat, wie es ihm drin geht, mit welchen Dämonen er gekämpft hat. Und da sind Geschichten, das geht halt weit, weit hinaus über das, wir lernen jetzt eine Kulturtechnik, wie lesen, sondern das ist ein Schatz, ein Erfahrungsschatz, ob man jetzt spirituell ist oder nicht, die Bibel mag oder Buddha-Geschichten liest oder einfach nur die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Die Geschichten transportieren etwas und die geben uns etwas, wo wir unser eigenes so Menschsein dran ausrichten können, ne? Also wie wir mit Problemen umgehen können. Und für Kinder ist es ganz wichtig, weil die haben riesige Probleme oder Herausforderungen in ihrem Alltag, ne? Ich kriege das Handy nicht, was mit dem der Papa die ganze Zeit spielt. Darf ich als Dreijähriger nicht spielen mit? Großer Frust. Oder ich muss vom Kindergarten auf die Schule wechseln. Große Angst. Und in den Geschichten ist das alles erzählt. Ja. Da sind diese schrecklichen Sachen in den Märchen oder diese Herausforderungen sind da. Und die Kinder lernen, der Held, der durchlebt auch dieses Tal. Und am Ende geht es wieder gut und es gibt eine Lösung. Das ist das große Geschenk der Geschichten. Genau, ja. Und was ich noch beobachtet habe mit unseren Kindern, gerade wenn man selber Geschichten erzählt, ist es eine wunderbare Möglichkeit, mit den Kindern gemeinsam den Tag aufzuarbeiten. Die Konflikte des Tages, die Erlebnisse des Tages, ohne jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger dazustehen und zu sagen, wa, das tut man nicht oder das macht man nicht, sondern einfach die Geschichte zu erzählen und dann mit dem Kind darüber zu sprechen, wie hättest denn du gehandelt an dieser Stelle oder was könnte man denn machen, um das Problem zu lösen? Und dann auf einmal ist das Kind außerhalb der Situation
und hat ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Ja, bringt uns nur weg von dem Vorlesen, ne? Unserer Geschichten. Das ist richtig, aber ich glaube, dass dieses Geschichtenerzählen schon auch zum Lesen, Lernen und Vorlesen dazugehört, weil es einfach Freude an der Vorstellung weckt, weil es die Freude an, man Lesen ist Abenteuer im Kopf und Geschichten sind aber auch Abenteuer im Kopf. Das heißt, ich lerne, ich kann da mit einem gesprochenen oder gelesenen Wort mir selber was vorstellen und habe also quasi im Kopf meinen Film. Ja, und das ist also, ne, die Geschichten ist der große Container und die Bücher sind ein Teil davon. Genau. Und was ich wichtig finde, ich habe da lange Zeit selbst dran gehadert, ne, weil ich habe einen unglaublichen, ich bin auch ein Bücherwurm, so ich das bei euch allen auch rausgehört habe. Ich habe so Fantasy-Geschichten geliebt, ne, und oft diesen Vorwurf rausgehört, das sind nur Unterhaltungssachen, ne? Und das vermittelt keine Information. Da würde ich vehement widersprechen, ne? Das ist so wichtig, dass es nur Unterhaltung ist. Das stimmt auch gar nicht, weil da werden Dinge transportiert, die gehen in unser Herz, ne? Und das ist fast wichtiger als eine Information. Es muss nämlich erstmal das Herz da offen sein und bereit sein. Da braucht eine Geschichte manchmal, damit das heilen kann, ne? Und das ist die Geschichte, wie du sagst, ne? Hab hier, die Kinder sagen, guck mal, Papa, ne? Da habe ich mir wehgetan, da ist immer noch tut's weh oder jetzt heilt es. Ne? Und dann kann man sagen, ja, stimmt. Und da bist du gefallen da auf dem Bauernhof und da war der Dreck drin und ich habe es aufgeschnitten, stimmt es, und desinfiziert. Ja, ja, ja. Und durch die Geschichte, was wir es erzählen, wird es rund im Kopf. Ne? Die Gestalttherapeuten würden sagen, da schließt sich der Kreis oder die Gestalt. Und insofern ist das ein hoher Wert von Geschichten. Genau. Aber jetzt wieder ein bisschen zurück zu unterstützen beim Lesen, Lernen. Wir haben gerne noch was zu sagen, weil ich finde, so diese Kombination, etwas vorzulesen oder gemeinsam mit dem Kind zu lesen, je nach Alter, und dann vielleicht auch schon so in der Mitte einfach mal gemeinsam zu überlegen, wie kann denn die Geschichte jetzt weitergehen? Und dann eben da wieder die Fantasie des Kindes anzuregen und das Erzählen und gleichzeitig aber das Lesen. Also ich finde diese Kombination eigentlich immer total schön. Ja, wenn man beides macht oder wenn man erstmal selber überlegt, wie kann die Geschichte weitergehen und dann vielleicht am nächsten Abend mal guckt, wie geht es jetzt wirklich weiter in dem Buch. Ne? Also immer so, ja, diese Kombination, das Kind liest oder ich lese etwas vor und die Fantasie nochmal zusätzlich anregen mit eigenen Ideen. Und das ist eine schöne Brücke, weil ich glaube, bei Kindern, die, also gerade meine Kinder nicht, aber wenn ich so Vorleserunden bin, dann merke ich, dir geht die Aufmerksamkeit bei manchen Kindern sehr schnell weg, ne? Und dann die Kinder anzusprechen. Ne? Und das kannst du machen, wenn dein Kind halt nicht mit dem Vorlesen auch nichts anfangen kann. Die meisten Kinder sind ja sehr begeistert, wenn Papa und Mama sich ans Bett setzen und lesen noch was. Ne? So. Aber wenn dein Kind merkt, dir geht weg, dann kannst du das, wie du das sagst, ne? Silke, durch dieses das Kind einbinden, ne? Wie geht's da weiter, wie fühlt sich das? Dann, ne? Ist das Kind auch wieder dran an der Geschichte. Und du hast natürlich, wenn das Kind später selber liest, immer die Möglichkeit, ja, ne, rauszufinden, hat es überhaupt verstanden, was es gelesen hat? Und auch wieder so diesen Spaß reinbringen, okay, es war jetzt vielleicht anstrengend und jetzt machen wir wieder was, was dazugehört, aber vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht. Und dann, ja eben, dann sind sie auch wieder konzentriert dabei, da haben sie Ideen, da sind sie ja dann wieder Feuer und Flamme, ne? Genau. Jetzt gibt es aber Kinder, wenn die dann in die Schule kommen, die sich beim Lesen lernen schwer tun oder die eben nicht gerne lesen aus verschiedenen Gründen. Und da kannst du ja auch was dazu sagen, Silke, nachdem du jetzt schon das Wort hattest, gleich bei dir. Ja, also zu mir kommen ja eben viele Kinder, die echt Probleme haben beim Lesen und Schreiben. Und ja, ich denke, man sollte da auch wirklich erstmal so bestimmte Dinge abchecken, also wirklich zum Beispiel mal die Augen abchecken. Können die Kinder das überhaupt richtig erkennen und lesen? Also bei meinem Sohn war es zum Beispiel, dass wir hatten immer einen Kampf, ja, er wollte nicht lesen. Wir waren zu einer Untersuchung, wo die Fehlsichtigkeit getestet wurde. Und man hat mir das nachher so erklärt, dass ist für ihn so, als wenn sich das Papier immer bewegt. Und dann hat dieser Optiker mir das Papier so hingehalten, ne, und immer so leicht bewegt und meinte, lesen Sie mal. Und ich habe da keine 2 Minuten durchgehalten, weil es echt mega anstrengend ist. Das heißt, die Augen, wie sollen die das fixieren? So, und wenn ein Kind so ein Problem hat,
dann ist doch klar, dass die keine Lust haben zu lesen, dass es jeden Abend einen Kampf gibt und die das einfach nicht wollen. So, das verstehe ich aber als Mutter oder als Vater erstmal nicht und auch als Lehrer vielleicht nicht. Also wirklich da erstmal abchecken lassen, stimmt da einfach alles, können die Kinder es wirklich sehen. Es ist nicht nur immer die Schärfe der Genau. Und ich muss kurz unterbrechen, ich werde nachher eine Seite verlinken, wo man sieht, wie das ausschaut für die Kinder, weil ich finde das nämlich wirklich spannend. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich diese Buchstaben verzerren. Und genau, ja, das ist super, wenn du das... Genau. Und die Kinder wissen ja auch nicht, dass das unscharf ist, weil sie kennen es ja nicht anders. Genau. Und sie können es ja auch in dem Alter, mit 6, wo ich anfange zu lesen, können sie es ja auch gar nicht so klar ausdrücken. So, dann ist so, wenn Reflexe dazukommen. Also es geht hier um die frühkindlichen Reflexe. Das heißt Reflexe, die wir wirklich als Fötus entwickeln und im ersten Lebensjahr haben und die für uns überlebenswichtig sind. Wenn die noch weiter aktiv sind, dann stören die uns halt. Und ich greife jetzt mal einen Reflex raus, das ist der sogenannte STNR, der symmetrisch-tonische Nackenreflex. Und da geht es darum, stellt euch vor, ein Kind will krabbeln, ist im Vierfüßlerstand und guckt nach unten. Das heißt, es fixiert den nahen Punkt. Und dann geht der Kopf nach vorne und dann guckt das Kind hin, wo will ich denn jetzt hinkrabbeln? Das ist noch vor der Krabbelphase, ja. So, und dann müssen die Augen scharf stellen in die Ferne. Und das sollen sie ja relativ schnell machen. Wenn dieser Reflex noch aktiv ist, dann funktioniert das einfach nicht. Das heißt, diese Augenmuskulatur ist gar nicht in dem Sinne trainiert. So, wenn ich jetzt lesen soll, Tafel, Heft... Das heißt, die Augen brauchen einfach eine Zeit, bis sie überhaupt das scharf gestellt haben. Oder wenn ich die Probleme mit dem Gleichgewicht habe und mit der Raumorientierung habe, dann verliere ich schon mal die Zeile und dann weiß ich wieder nicht, wo bin ich denn jetzt, wo muss ich denn jetzt lesen? Und dann verrutschen sie schon wieder in der Zeile. Oder ja, so, und das sind ja alles Sachen, auf die sie sich noch zusätzlich konzentrieren müssen, außer Buchstaben erkennen, Silben, laute Silben und überhaupt das ganze Wort und dann vielleicht auch noch den ganzen Satz verstehen, weil die Mama fragt hinterher, was hast du denn da gelesen? Das ist unglaublich viel, was die Kinder da am Anfang leisten, lernen müssen. Ja. Und wenn einfach solche körperlichen Sachen mit reinspielen, ist es für die Kinder einfach noch schwieriger. Mhm. Und das kann man einfach austesten. Und vor allen Dingen, wenn das der Fall ist, kann man was dagegen tun mit einem relativ einfachen Bewegungstraining. Ja, und was noch dazu kommt, ist ja dieses Lesen am Schreibtisch ist ja im Prinzip gegen die Gehirnfunktion am Anfang. Weil der visuelle Sinn einfach darauf ausgerichtet ist, der ist einfach so in diesem Bereich, im horizontalen Bereich. Darum ist es für manche Kinder wesentlich leichter, auf der Tafel zu lesen, als im Buch zu lesen. Ja, das auch. Und dann könnten zum Beispiel, also das heißt nicht immer, dass es muss, ne, aber es könnten eben auch andere Reflexe noch reinspielen. Sprich, wenn ich den Kopf beuge, dann will sich aber der Rest meines Körpers strecken. Also die Beine strecken, dann will ich nicht hier sitzen, ja, so wie ich jetzt gerade am Tisch sitze. Also lümmel ich wieder rum. Dann sagt die Mama, jetzt bleib doch mal still sitzen. Wir wollen doch jetzt lesen oder in der Schule. Nein, das Kind kann es nicht. Ja, also das kommt ja alles noch dann mit dazu. Und wenn solche Dinge aber behoben sind, dann kann sich das Kind endlich aufs Lesen überhaupt, aufs Lesen lernen konzentrieren. Mhm, genau. Und dann kann auch die Freude kommen, weil es ist einfach keine Freude, mit einer Winkelfehlsichtigkeit zum Beispiel lesen zu lernen. Das ist nur anstrengend. Ja. Ja. Ja, genau. Und dann kommt die Freude. Und wenn ich dann noch das lesen darf, was mich interessiert, was mir Spaß macht, Themen, ne, wo ich einfach gerne was zu wissen möchte, dann fängt es an, Spaß zu machen. Und die Freude kommt. Deshalb fand ich deinen Titel auch so schön, Lesefreude. Genau. Ja, Petra, du hast auch noch einen wichtigen Punkt gehabt zuerst, wie wir vorher schon geplaudert haben, nämlich diese Lautierungsgeschichten, die auch ganz manchmal schwierig sind. Mhm. Ja, es ist mittlerweile so, dass es, also in Deutschland, wir haben ja eben schon kurz gesprochen, in Österreich ist es schon länger, aber es gibt Bücher für Kinder, die jetzt das Lesen lernen, wo die Silben in unterschiedlichen Farben sind. Also auch die Silben zu erkennen,
ist für die Kinder in der ersten Klasse gar nicht so einfach. Und diese Bücher unterstützen halt dabei einfach im Leseprozess. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist dieses Gefühl, was ich beim Lesen habe. Nicht nur unbedingt beim Selberlesen, auch beim Vorlesen. Also da entsteht ja was durch eine gute Nachtgeschichte oder durch irgendein Ritual, was in Familien ist. Ich finde immer dieses Gefühl, mit dem Lesen oder Vorlesen besetzt ist. Also habe ich da eine Freude daran, dass mit mir einer eine gute Nachtgeschichte liest oder was ist für eine Stimmung zu Hause, wenn eine gute Nachtgeschichte gelesen wird? Ist das der Tagesabschluss zum Beispiel? Wird darüber noch geredet? Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das Nehmen Lesens. Und wenn die Kinder später so selber anfangen zu lesen, ist es auch spannend zu sehen, was sie selber für ein Gefühl entwickeln. Macht Lesen Spaß? Ist Lesen anstrengend? Ist Lesen manchmal auch doof? Also Kinder, die zu mir halt kommen, da ist ganz oft, Lesen ist schwer, Lesen ist anstrengend, Lesen ist doof. Alle anderen können das besser. Und dann muss ich auch noch mit diesem doofen Gefühl, und weil ich es ja eigentlich schon nicht kann, in der Schule auch noch vorlesen. Und dann geht so ein Kreislauf, sage ich oft, geht dann in Gang. Ich habe so das Gefühl, ich kann es nicht, ich muss es aber. Und letztendlich ist das nachher so ein Glaubenssystem, auch was dann bei dem Kind so entsteht, ich kann das nicht. Oder alle anderen sind besser oder ne, was da auch immer bei den Kindern kommt. Also in der Kinesiologie arbeitet man ja mit dem Muskeltest, um eben auf der körperlichen, der emotionalen und auch der mentalen Ebene einfach zu gucken, was blockiert so ein Kind vielleicht auch beim Lesen. Das kann sogar sein im Muskeltest, dass einzelne Buchstaben, also ich teste dann auch das ABC aus und auch die Zahlen aus, einzeln, dass dann einzelne Buchstaben einfach stressbelastet sind. Und jedes Mal, wenn das Kind diesen Buchstaben schreibt oder liest, also wenn dieser Buchstabe auftaucht, das Kind einfach unterbewusst, auf der unterbewussten Ebene Stress hat. Und dann macht Lesen, wird dann echt anstrengend. Und was ja noch dazu kommt, ist es, dass es verschiedene Arten gibt, wie sich dann leises Lesen abspielt. Also manche Menschen haben dann quasi ihre Stimme im Kopf. Andere hören Menschen, die ihnen viel vorgelesen haben, stimmlich. Das heißt, wir haben also beim Lesen quasi eine Stimme im Kopf, einen kleinen Mann im Ohr. Und wenn das aber natürlich jetzt mit jemandem verbunden ist, den wir nicht so gerne mögen, dann ist Lesen an sich schon mit einem eher unangenehmen Gefühl verbunden. Und dann macht es natürlich auch keinen Spaß und keine Freude. Ja, und ich glaube auch, was man beachten muss, ist wirklich, welche Bücher mit welchem Inhalt gebe ich den Kindern zu lesen. Ja. Also das sind Themen, die interessieren mich. Oder sucht sich ein Zweitklässler, Drittklässler ein ganz dickes Buch aus, was ihn super interessiert. Aber das ist unendlich viel Text. Also wir hatten das mit meinem Sohn, der hat damals Tintenherz gelesen in zweiter Klasse, wo dann immer wechselte. Ich las vor, er las ein bisschen selber. Ich las vor, er las ein bisschen selber. Wenn das Interesse an so einem Buch so stark ist, dann kann man ja auch nicht sagen, nee, ist noch nichts für dich, wenn es ihn jetzt wirklich interessiert und er auch dranbleibt. Also da muss man dann auch gucken, ne? Was können die Kinder selber von der Schriftgröße, vom Inhalt auf der Seite tatsächlich schon selber lesen oder macht man auch so eine Mischung daraus? Also wir haben ganz oft gemischt. Die Kinder haben Bücher interessiert, die sie aber noch nicht selber so zu dem Zeitpunkt gut lesen konnten. Ja, wir haben das auch gemacht und eben dieses abwechselnde Lesen, wo dann einfach die Phasen, wo ich gelesen habe, immer kürzer wurden und die, wo die Kinder selber gelesen haben, immer länger wurden. Oder eben auch nach Tagesverfassung, wenn mal der Tag eben für die Kinder total bescheiden war, dann wurde halt mal mehr vorgelesen und es musste nicht so viel selbst gelesen werden und so. Und es kommt halt immer auch darauf an, wie interessant ist dieses Buch für mich? Also ich habe zuerst gerade erzählt, eben unser jüngerer Sohn, der wollte eben nicht so gerne lesen. Der konnte zwar lesen und zwar ziemlich gut und auch gut vorlesen, aber es war einfach nie so dieses richtige zündende Ding da. Und mit 12, glaube ich, hat er dann eine Buchserie entdeckt, in die er sich verliebt hat. Und da hat er dann innerhalb von einer Woche Ferien, ich glaube, 5 so Schmöker, die so 2,5 Zentimeter dick waren, gelesen. Und ab dann lief's.
Und es ist heute noch so, also mittlerweile liest er alles Englisch. Also es ist heute noch so, dass er lieber englische Literatur liest als deutsche. Was auch ganz, ganz spannend ist. Ja, aber das, auch das hat einen Wert, ne? Dass die Kinder lernen dann einfach die Fremdsprache gut kennen. Und ja, ich glaube, wir dürfen uns als Eltern auch davon lösen, von diesem Gedanken, wie Lesen zu sein hat. Ich habe das heute schon mal kurz erwähnt, weil jemand gesagt hat, ja, früher war das leichter, da gab es diese Social Media und diese Handys und Kindles und iPads und so weiter noch nicht. Lesen heißt nicht immer ein Buch in der Hand haben. Ich kann auch auf einem iPad oder auf einem Kindle oder auf einem Handy durchaus was Vernünftiges lesen und auch wirklich ja, was Hochstehendes lesen, was mich fordert. Und es macht halt den Jugendlichen teilweise mehr Spaß, als wenn sie ein Papierbuch in der Hand haben. Und bei Kindern, die eben nicht so gut lesen können, ist das in der elektronischen Form natürlich schön, weil ich die Schrift vergrößern kann. Ja. Kann ich im Buch halt nun mal nicht. Ja? Genau. Und dann fällt es ihnen wieder leichter oder sie können es besser erkennen, besser sehen. Also ja, und wenn es den Kindern Spaß macht auf dem elektronischen Gerät, why not? Genau. Was ich gut finde, was du, Ilse, nochmal gerade gesagt hast, dass dein Kind mit 12 quasi diesen Durchbruch hatte, ne? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information. Ja. Also unser hat erst Ende der Grundschule, ich dachte, er wäre schon spät, ne? Dann kamst du mit ihm mit 12. Und ich weiß noch, dass meine Mutter die totale Panik hatte. Es war erste Klasse vor den Weihnachtsferien. Da war also noch das erste Halbjahr nicht rum. Ne? Und der las halt auch nicht flüssig. Und sein bester Freund, der hat dann schon in den Herbstferien, da fuhr ein LKW vorbei, da hat er die Aufschrift gelesen. Das hätte unser Sohn nie gekonnt zu dem Zeitpunkt. Ne? Und wir haben gesagt, Ruhe, Ruhe. Und dann irgendwann in der zweiten Klasse, ich habe jeden Abend erzählt oder vorgelesen, Geschichten. Jeden Abend. Und irgendwann hat er dann mal eine Seite im kleinen Vampir gelesen. Und dann hat er mich überrascht. Er hat die ganze Seite runtergelesen mit einem Ausdruck, ja. Mit einer Betonung. Und dann wollte er aber auch nicht mehr. Er hatte die eine Seite gelesen. Ich wusste, nach dem Motto, ne, Papa, ich kann es. Ne, so. Und jetzt kannst du mir nochmal. Und dann ging es bis zu Ende der Grundschule, bis dann irgendwann der Schalter umgelegt ist. Dann haben wir, glaube ich, den kleinen Hobbit gelesen. Da haben wir abwechselnd. Und dann wollte er Ende der Grundschule den Herrn der Ringe. Und ich, oh Gott, Gott, Gott. Na gut, ne, wenn das Kind das will. Und irgendwann hat er es mir aus der Hand genommen. Dann war es ihm zu langsam, das Vorlesen. Und dann hat er dieses ganze Ding und ach, was weiß ich hier, den Harry Potter, den ersten Band in 3 Tagen. Und das ist so, dieses vertraut einfach auch in Kindern drauf auf die Geschwindigkeit, in der die lernen. Aber ihr gleichzeitig bleibt dran und weckt diese Begeisterung für Lernen, fürs Lesen. Ja. Okay. Genau. Ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also kannst nicht sagen, ja, es kommt irgendwann und dann lässt du das Kind nicht mehr lesen oder liest nicht mehr vor. Ne? Das weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Nein, ich glaube, es kommt darauf an, immer wieder Angebote zu machen. Was auch eine schöne Möglichkeit ist für manche Kinder, sind diese Abenteuerbücher, wo das Kind jeweils nach dem Kapitel entscheiden kann, wie geht das Buch weiter. Und dann steht, wenn du meinst, dass es so weitergeht, dann lies auf der Seite sowieso. Und wenn du meinst, dass es so weitergeht, lies auf der Seite sowieso. Es hat also gar keinen Sinn, diese Bücher durchgehend zu lesen, weil da entsteht keine Geschichte. Und man kann diese Bücher dann auch 4-mal lesen und hat jedes Mal eine andere Geschichte. Und das ist also für manche Kinder hochgradig motivierend und sehr, sehr spannend. Und ich habe schon viele Kinder erlebt, die an sich nicht gern gelesen haben, die mit diesen Büchern dann auf einmal ihren Durchbruch erlebt haben, weil sie auch das Gefühl gehabt haben, sie können da was mitbestimmen, sie können was mitmachen. Sie sind nicht nur Konsumenten, sondern sie sind auch an einem kreativen Prozess beteiligt. In Büchern. Aber ich glaube, man kann auch manche Dinge, also ich habe vorgelesen beiden Kindern bis zum 12. Lebensjahr. Und Ich habe einen Vielleser. Und die haben also irgendwann entschieden, sie wollen nicht mehr vorgelesen haben. Ne? Irgendwann sind sie raus und sagten also, Mama, ich will jetzt nicht mehr. Und ich habe einen Vielleser und ich habe einen, der wirklich nur liest, um zu einem Ergebnis zu kommen. Also der ist so ganz prozessorientiert. Ne? Der hatte Deutsch-LK schon, aber das ist einfach die Literatur, die da gelesen wird,
ist eine andere, aber der liest auch so in seiner Freizeit nicht. Beide Kinder haben dasselbe genossen, die gleichen Gute-Nacht-Geschichten und oft zu zweit, mal auch jeder für sich, kommt auch an, die sind 3 Jahre auseinander. Ich habe auch manche Jahre wirklich erst dem einen und dann dem anderen vorgelesen. Und trotzdem liest der eine heute kaum. Ja. Also ich glaube, das muss man einfach echt auch akzeptieren, dass es Kinder gibt, die nur zu einem gewissen Ergebnis lesen, weil sie dahin kommen, wo sie hinkommen wollen. Ja. Und das eins ist, Christopher, ja. Bitte? Das ist ja die Akzeptanz des Kindes. Ja, genau. Und was du auch noch gesagt hast, das war auch noch mal wichtig. Mein großer Sohn ist schon 22. Damals war es so, dass man in der ersten Klasse gesagt hat, so nach Ostern sollen die irgendwann mal zusammenziehen und lesen. Ich erlebe es heute in der Schule immer früher. Es ist schon um Weihnachten rum. Ne? Die Kinder haben ihre eigene Zeit. Und je entspannter wir damit umgehen, gerade wir Eltern, den Lehrern sage ich das aber in der Schule auch, aber ich glaube, je entspannter wir echt sind und denen helfen und vor allen Dingen gucken, warum funktioniert es nicht? Ich erlebe ganz viele Kinder, die können Buchstaben nicht. Ja, wie sollen die dann irgendwann lesen, wenn sie immer noch nicht wissen, wie dieser Buchstabe heißt? Ja, oder N ist halt N wie Nase und nicht ein N. Wenn das so kommt, dann wird das Lesen auch schwierig. Dann ist die Ente auf einmal ein N und T. Also das ist, wie man den Kindern das auch beibringt. Ja, das ist schwierig, dass wir wirklich genau hingucken, wenn es nicht geht, warum geht es nicht? Und es nicht laufen lassen. Ja. Ist auch eine auf der einen Seite dieses Vertrauen schon zu haben, aber schon zu gucken, wenn es nicht geht, ja, warum geht es nicht? Ja. Was ich aber auch jetzt gesagt hast, nochmal herauszuarbeiten, es gibt einfach am Lesen diese Geschichte an sich interessiert und wenn ich lese, um zu einer Information zu kommen, und dann werde ich Sachbuchkonsument sein, sage ich jetzt mal, weil mich wirklich nur interessiert dieses fachlich Spezifische. Und solche Menschen werden dann nie einen Roman lesen, weil das einfach nicht ihre Welt ist. Und das ist eben auch bei Kindern schon da, das dürfen wir also auch ja, so hinnehmen. Und es muss auch nicht jedes Kind ein Leseliebhaber werden. Sie sollten alle lesen können, sie sollten sinnerfassend lesen können. Aber wir haben alle verschiedene Talente, wir haben alle verschiedene Stärken und nicht jeder muss jetzt, ja, ich bin die Leseratte. Ja, und auch wir Eltern haben nichts falsch gemacht, wenn das eine Kind sich so oder so entwickelt. Ne? Also oft ist das einfach auch in der Praxis, ja, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, gar nichts. Ne? Also wenn Bücher vorhanden sind, vorgelesen wird, die Eltern selber lesen, dann ist es einfach so. Dann ist das Kind so, ja, so angelegt, so gestrickt. Dann ist es okay so. Also wenn es einen Text verstehen kann, ist es ja gut. Genau, ja. Was ich auch schon noch wichtig finde, und da wird man kann ich auch die Maria nämlich jetzt wieder ins Boot holen, die sitzt da jetzt nämlich ganz still und beobachtet, ist dieses beim Vorlesen auch darauf zu achten, dass das Vorlesen spannend bleibt. Also dass es wirklich mit verschiedenen Stimmlagen, mit verschiedenen Sprechgeschwindigkeiten geht, dass ich die Rhythmik der Sprache irgendwie hereinbringe, weil das macht es einfach lebhafter. Und damit kann ich ja schon sehr früh anfangen. Ne? Ja, ich kann ja auch schon mit Fingerspielen anfangen. Ne? Alles, was sich reimt, wo die Kinder dann plötzlich auch ganz andere Reime draus machen, was ja auch immer sehr, sehr spannend ist. Ne? Ich meine, klar, das hat einen Sinn, so ein Fingerspiel, aber ich kann dem Kind auch einfach mal den Raum für Fantasie geben. Und dann entsteht halt was anderes. Aber ne, was ist richtig, was ist falsch? Ich glaube, in dem Moment gibt es nichts Richtiges und nichts Falsches. Und da schließe ich mich komplett an, einfach auch mal den Eltern den Druck zu nehmen. Ne? Das eine Kind hat mit 2 die Lust an Buchstaben, das andere vielleicht erst mit 5 oder 6. Aber im Endeffekt, ne, jeder kriegt irgendwann diese Lust. Und dann zu sagen, nee, mit 2 bist du zu jung, kann ich dir nichts beibringen, sondern vielleicht auch einfach mal Buchstaben zu basteln, ja? Aus Sandpapier. Super geniale Idee. Ne? Kreativität und gleichzeitig aber die Freude geweckt. So haben wir es zum Beispiel gemacht. Und dann war das ein halbes Jahr mal ja on top. Alles musste irgendwie mit Buchstaben gelegt werden. Ja, und jetzt stehen sie halt gerade mal rum und stauben ein. Aber gut, irgendwann kommt es wieder. Ja.
Und was ich, glaube ich, auch noch also wirklich herausheben möchte, ist, dass das Lesen ja auch ein wunderbarer Schlüssel zur Kommunikation ist. Das heißt, mit den Kindern dann über das, was sie lesen oder was man ihnen auch vorgelesen hat, wieder zu sprechen. Ich habe bis mein Großer, glaube ich, 9 oder 10 war, alle Bücher, die meine Kinder gelesen haben, auch gelesen. Ich konnte das nur, weil ich selber eine sehr schnelle Leserin bin. Ja, aber das war schon gut, weil gerade der Größere auch teilweise zu Büchern gegriffen hat, die weit außerhalb seiner Altersklasse waren, weil es ihn einfach interessiert hat. Das heißt, er hat dann mit 9 Jahren ein Buch gelesen, das hieß Das Skorpionenhaus, wo es um Klonen ging, wo Klone gezüchtet wurden, um für jemand anderen Organspender zu sein. Und das war natürlich gut, dass ich dieses Buch gelesen habe, um ihn nicht damit allein zu lassen. Das heißt, gerade bei diesen Jugendbüchern, man muss schon manchmal wirklich schauen, ein bisschen querlesen, was steht da drinnen, ist das was, womit mein Kind auch umgehen kann? Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Kind ein Buch liest, das also schon für ältere Kinder ist, wenn es interessiert, ist es gut. Nur genau dann brauchen sie oft diese Begleitung und diese Gespräche. Das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig, diesen im Kontakt zu bleiben. Das ist nicht nur, wenn die irgendwelche Filme gucken, wo man denkt, oder irgendwelche anfangen, Computerspiele zu spielen. Ne? Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dass wir so wissen, was die tun und mit was die sich gerade auseinandersetzen. Ne? Weil so neugierig diese Kinderseele ist, so verletzlich ist sie auf eine Weise auch. Und mit manchen Dingen sind die überfordert. Und gleichzeitig finde ich es gut, wie du sagst, diese Offenheit zu haben. Ne? Manche Kinder sind total interessiert. Es gibt so einen Zeitpunkt, dann so ein Alter, wo die dann wissen wollen, wo komme ich eigentlich her? Ne? Wie entsteht das Leben? Ne? Und was ist Sexualität? Und es gibt Kinder, die wollen das überhaupt nicht wissen. So. Und, oder ne, die fangen an und sprechen über den Tod und über das Leben. Und, ne? Also unsere hat letztens gefragt, ja, wenn Gott die Erde geschafft hat, wer hat denn Gott geschafft? Ne? Denke ich mir, ja, das ist eine gute Frage. Berechtigte Frage. Ja. Das ist einfach Logik. Ne? Wenn ich jetzt sehr stark religiös wäre, könnte ich ihr diese Frage verbieten, aber das ist ja eine logische Frage. Wenn Gott was schafft, ne, auf A folgt B, was war denn vor A? Also das ist einfach nur, ja. Und dann bin ich da und kann mit dem Kind im Kontakt sein und zusammen mit ihm reden und bin in der Beziehung mit ihm. Und da merkt man dann, dass man mit Kindern schon sehr früh anfangen kann zu philosophieren, weil in Wirklichkeit sind das sehr philosophische Fragen. Ja, gibt es noch Ideen, wie man Kinder, die nicht lesen wollen, so ein bisschen heranführen kann, wie man sie ein bisschen locken kann? Wir haben also schon gesagt, ja, also mit Dingen, die sie interessieren. Also das ist genauso wie beim, ja, in Wirklichkeit fängt es also auch bei diesen Erstlesedingen an. Es sollte was sein, dass das Kind interessiert. Und manchmal, wenn ein Kind gerade in der Dinosaurierphase ist, ist Stereodactylus leichter zu lesen als Mama. Das ist ein spannendes Phänomen, das ich immer wieder beobachten kann. Das heißt, wenn dein Kind Schwierigkeiten hat beim Lesen, wenn es keinen Spaß hat, dann schau mal, was es interessiert. Und für manche Kinder sind es einfach Automarken oder Blumennamen oder was auch immer. Das heißt, such irgendetwas, was dein Kind wirklich interessiert und dann schreib auch teilweise nur die einzelnen Worte auf Kärtchen, damit da dieses Erfolgserlebnis da ist. Bei den Büchern, ja, haben wir eh schon gesagt, dass das auch gerade bei den Erstlesebüchern, ich glaube, da könnte man schon noch ein bisschen was dazu sagen. Da gibt es ja sehr, sehr hübsche Bücher, eben die, wo die Silben getrennt sind mit Bindestrich. Dann gibt es Bücher, wo die Laute, also vor allem die Zwielaute und so weiter, farblich abgesetzt sind. Dann gibt es Bücher in Druckschrift und in Schreibschrift, weil für manche Kinder die andere Schrift leichter zu lesen ist. Was fällt euch noch ein? Ich bin jetzt gerade am Die Schriftgröße ist, denke ich, der Text, also wie viel Text ist auf einer Seite. Dann gibt es ja die auch am Anfang immer mit Bildern auch.
Genau. Also ein Erwachsener liest, dann kommt ein Bild und das Kind benennt das Bild. Da, so haben wir damals gestartet. Genau, dann wie viel. Was man auch noch machen kann, ist, wenn die Kinder Bücher nicht gerne so lesen, so Quartett gibt es ja auch, ne? Autoquartett oder irgendwas anderes, da muss ja dann auch Dinge verglichen werden. Das ist manchmal für die Jungs, wir hatten das mit Traktoren und Autos, auch einfach gucken, was interessiert das Kind auch vom Thema. Genau. Generell das Lesen auch vom Buch zu lösen, ne? Also dann genau. Zu sagen, dann lies mal jetzt mal oder. Hol mal die, keine Ahnung, die saure Sahne aus dem Supermarkt, ne? Bring mir die mal mit. Da muss man gucken, was denn Joghurt und saure Sahne, muss ich schon lesen, oder? Ja. Das einfach in zu gucken, wo gibt es Lesemöglichkeiten außerhalb des Buches, ne? Und das wie immer eine Einladung zu machen und zu gucken, ja, ne? Wenn der Widerstand da zu groß ist, würde ich dann auch eher, wenn man merkt, dass man da nicht weiterkommt, würde ich auch sagen, dann hol dir lieber Rat oder Unterstützung, gibt ja hier viele, die das da helfen, weil an einem bestimmten Punkt, wenn du dann als Eltern da zu viel machst und dazu pädagogisch sein willst, dann macht das Kind zu und dann ist das, da würde ich eher sagen, lass es jemand anders machen. Ich habe meine, ich kenne auch Schwimmlehrer, die sagen, ich bringe meinem Kind nicht Schwimmen bei. Ne? So. Ich bin einfach der Papa, das geht nicht. Ne? Ja, genau, weil dann die Beziehung einfach beeinflusst wird dadurch. Also, und gerade diese unangenehmen Erfahrungen oder die Dinge, wo es ein bisschen eckt, da tut sich auch dein Außenstehender viel leichter. Mhm. Aber also Straßennamen ist auch noch so eine Sache, die man den gut lesen kann. Also man kommt ja immer an irgendeinem Straßenschild wieder vorbei. Da geht man auch zwischendurch eine ganze Strecke. Das ist nicht so viel an Text. Also das hatten unsere immer ganz gerne. Genau. Ich kann und sie wussten dann auch im Stadtteil, wo sie waren. Ne? Also das hatte so mehrere Raumorientierungsaspekte auch. Ne? Mhm. Genau. Also das finde ich ganz wichtig, was du eben gesagt hast, Christopher, dass man einfach diese im Alltag nochmal so die Sachen sucht, wo kann ich denn mein Kind zum Lesen anregen. Also bei uns war es wirklich das Kochen. Mein Zweitgeborener, der hat total gerne gekocht und dann habe ich gedacht, okay, dann suchen wir jetzt mal ein Rezept raus. Oh, das mussten wir lesen, damit wir wissen, was wir einkaufen. Da mussten wir es nochmal lesen, weil wir haben es ja dann gemacht. Ja, natürlich, das hat alles ein bisschen mehr Zeit gekostet, als wenn ich es vielleicht alleine gemacht hätte. Aber wir haben Zeit zusammen verbracht, wir hatten Spaß und er hat nebenbei gelesen und war stolz wie Bolle, ne? Weil wenn du was gekocht hast, hast du nachher wirklich oder was gebacken hast, hast du nachher ein Endergebnis. Und das ist du hast dein Ziel, weshalb du es machst. Ja, du weißt, wofür du jetzt liest. Und Mathe hast du auch noch trainiert. Ja. Mathe hast du auch noch trainiert. Du hast ja auch noch gewogen und gemessen. Und genau. Und das Putzen haben wir auch noch geübt. Ja. Und dazu kommt, die Kinder erkennen, dass Lesen nicht Selbstzweck ist, ja, sondern dass es ja zu etwas dient. Und das ist das ist das Schöne nämlich dran, dass das wirklich so einen ganz praktischen Hintergrund kriegt. Und ich kann mich erinnern, als meine Nichte 4 war, die hat schon sehr früh gelesen, weil sie einen älteren Bruder hat, die hat sich diebisch gefreut, als wir im Restaurant am Tisch gesessen sind und sie hatte so irgendwie Schnitzel gegessen und auf einmal ruft sie, ihr Bruder heißt Felix. Und sie sagt, schau, da steht Felix auf der Flasche. War vollkommen korrekt. Aber es war so lustig, weil das einfach dieser Markenname war. Ne? Und sie war ganz verblüfft, warum heißt die Flasche genauso wie mein Bruder? Ja, aber das ist es, womit die Kids Spaß kriegen. Und ja, eben diesen Sinn, diesen Zweck sehen. Warum soll ich eigentlich lesen? Ne? Es ist nicht nur für den Lehrer, für die Mama, für den Papa. Nein. Einen Tipp habe ich auch noch. Kinder erleben uns teilweise wenig schreibend. Und was schon noch eine tolle Motivation ist, wenn man den Kindern kleine Nachrichten schreibt. Oder so kleine Liebesbriefe zwischendurch schreibt. Ja. Weil sie da einfach auch noch sehen, aha, da kommt auch noch was an Emotionen mit. Da ist noch ganz viel an gutem Gefühl, das da drin ist. Und das kann ich auch einem Kind, das nicht lesen möchte, zum Beispiel ins Federpenal stecken oder mal in der Schultasche verstecken oder in der Jausenbox. Und da ist dann schon so dieses gute Gefühl, das ich dem Kind mitgeben kann, wenn es eben nicht so gerne liest, weil dann was Tolles ist, auf das es sich freuen kann. Ja,
Das ist auch total schön. Und dann sind dann kurze, kleine Worte, die da nur draufstehen oder zwei, drei, sind kurze Sachen, die aber was auslösen. Genau, da braucht nur draufstehen, hab dich lieb und das ist schon eine Motivation für diesen Tag. Ne? Ja, total schön. Du hast gerade gesagt, die Kinder erleben uns wenig schreiben. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich, geht an die Väter. Ne? Mein Eindruck ist manchmal, ich mag damit falsch liegen, dass die Väter wenig lesen und die Kinder, speziell die Söhne, die Väter wenig lesend erleben. Wir haben die ganze Zeit über das Üben gesprochen. Das ist die eine Art, wie wir lernen. Wir üben etwas immer und immer wieder. Das andere ist, wir lernen vom Vorbild. Das ist, wenn ich die Leute bei mir in der Praxis habe und sagen, keine Ahnung, ich raste immer aus an der und der Stelle, dann ist das was Gelerntes aus dem Vorbild. Dann habe ich das zum Beispiel von meinem Papa übernommen. Und jetzt, wo ich Papa bin, mache ich die gleiche Scheiße. So. Dann ärgere mich darüber. Das zeigt aber umgedreht, wie stark das Lernen am Vorbild funktioniert. Also, liebe Väter, wenn ihr viel lest und eure Söhne vor allem euch als lesende Väter erleben, als lesende Männer, das gehört zum Mannsein quasi dazu, dass du liest, dann besteht die hohe Chance, dass dein Sohn das irgendwo abspeichert und sagt, okay, als Mann lese ich unbewusst. Ne, so. Insofern müssen wir erst selbst die Freude am Lesen manchmal entdecken, damit unsere Kinder das auch entdecken können. Ja, kann ja auch die Autozeitung sein oder die Anleitung für, keine Ahnung, Rasenmäher, Druckreiniger, was auch immer. Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Also es kann durchaus mal eine Zeitschrift sein. Es gibt ja auch wunderbare Kinderzeitschriften abseits von Comics, die durchaus sinnvoll sind und wo auch wirklich kindgerechte Artikel drin sind. Also es muss nicht immer das Buch sein. Und ich habe auch schon Väter gehört, die mir gesagt haben, ja, und meine Kinder lesen aber den Konrad-Katalog zum Beispiel, weil sie eben dieses technische Zeug so interessiert. Und da, also in Wirklichkeit ist es ja egal, wo das Kind liest. Ja. Solange es Spaß macht und solange es auch merkt, okay, da ist Sinn dahinter. Ich kann da was rausziehen, was ich sonst nicht gewusst hätte. Ja. Und ich glaube, es geht auch um diese Eröffnung der Möglichkeit, dass ich mir eben lesend auch ein Stück Welt erobern kann, zu dem ich sonst vielleicht keinen Zugang habe. Ja. Du hast gerade die Comics erwähnt. Hm. Also meine haben nachher beide mit Comics angefangen. Ist auch nicht schlecht. Genau, also mir war es egal, Hauptsache sie lesen. Und man muss nur einmal ein bisschen aufpassen, ob die Kinder das nicht zu sehr verwirrt mit den Bildern und wo gehört jetzt welche Sprechblase dazu. Also da gibt es auch Kinder, die damit überfordert sind. Aber wenn die Kinder da Spaß dran haben, warum nicht? Also ich kann mich auch noch erinnern, mein Sohn hatte dann in der Klassenarbeit daneben eine Bemerkung stehen, das ist Comicsprache. Da habe ich drunter geschrieben, stimmt, das liest er nämlich auch. Das war mir echt super. Ich war froh, dass er gelesen hat. Ja, und dass er das dann nachher in der Klassenarbeit mitverwertet. Ja, okay, das ist so schlimm. Er hatte wörtliche Rede verwendet, das war die Aufgabe. Also auch da, glaube ich, entspannen oder Gregs Tagebücher. Ja, das ist jetzt nicht so eine tolle Sprache, in Anführungszeichen. Aber wenn sie dadurch den Zugang zu Büchern finden oder überhaupt zum Lesen finden, ist alles nur eine Phase. Geht halt sehr schnell. Du kannst halt Greg Tagebuch, kannst du halt sehr schnell lesen. Ne? So, und dann hast du auch dieses Erfolgserlebnis. Ne? Ja. Oh, ich habe ein ganzes Buch schon gelesen. Ja, und wenn es nur das lustige Taschenbuch war. Ne? Ja, auch die, genau, die hatten wir auch eine Zeit lang. Ja, und wir Eltern dürfen uns auch selber auf die Schippe nehmen. Es gibt da zum Beispiel wunderbare Bücher, die so quasi die Elterntypen beschreiben, die für Kinder geschrieben sind. Okay, die kenne ich nicht. Gibt es ein Buch? Also in Österreich. Ja, so Elterntypen, also die Klubmama und den Fußballpapa und so weiter. Und wo das schon so ein bisschen ironisch ist und wo die Kinder sich natürlich auch, wo sie diese Prise Humor mitkriegen und wo dann natürlich auch erlaubt ist, mal über die Eltern zu lachen und zu sagen, haha, das machst du auch. Ja, natürlich. Ja, wir haben alle so unsere Dinge, die wir auch machen. Und das aber auch auszuhalten, dass mal über mich gelacht wird. Und zu sagen, ja, das ist vollkommen in Ordnung, das darf sein, das kann schon auch ein Motivator sein. Mhm.
also ein Motivator ist für die Kinder manchmal auch, ich weiß nicht, kennt ihr Antolin? Das ist so ein Programm, was in den Schulen halt ist, wo die Schüler Fragen zu Büchern beantworten können. Also es, die manche motiviert und manche demotiviert. Das muss man einfach sehen. Hat immer beide Perspektiven. Aber ich erlebe es hier in der Praxis oft, dass die Kinder dann mit Hilfe auch der Lehrer kurze Bücher kriegen, die ersten Fragen auch beantworten können und auch ihre Punkte sammeln. Und irgendwann ist dann sowas losgetreten. Dann sind die motivierter und machen dann auch weiter. Aber da muss man wirklich auch gucken, welches Buch kriegt ein Kind zu lesen. Du hast vollkommen recht. Die einen motiviert es total, die anderen demotiviert es. Meine hat es leider demotiviert. Ich habe sogar damals diese Hefte dazu irgendwie gekauft, die dann rumlagen. Die hat keiner reingeguckt. Aber wenn es dann vorgeschrieben ist von der Schule, das ist dann nämlich doof für die Kinder, die es wirklich demotiviert. Ne? Mhm. Wobei in der Schule ist es halt auch so, wir suchen jetzt Bücher, die Kinder, sagen wir mal, motiviert. Auch kurze Bücher, die fangen echt mit ganz kurzen Büchern an. Du hast das ja in der Hand. Mittlerweile sind ja da so viele Bücher hinterlegt, dass sie einfach auch ihre ersten Punkte kriegen. Und oft ist es dann, geht es dann los. Mhm. Aber da muss man achtsam echt mit der Auswahl der Bücher sein. Ja. Ja, und auch zu schauen, welche Genre interessiert mein Kind. Es gibt also ganz, ganz tolle Krimis für Kinder, es gibt Fantasy für Kinder, es gibt Sachbücher, es gibt also wirklich zu schauen, was interessiert mein Kind, wo will es hin, wo geht es hin. Zwischendurch auch durchaus mal was vielleicht nicht so anspruchsvoll ist. Also ich, wie gesagt, meine Nichte ist auch so eine Vielleserin, die liest ganz dicke Bücher und zwischendurch verschlingt sie diese Lotterleben-Bücher. Weil die einfach so schnell zu lesen sind und einfach lustig sind. Und das ist so dieses, ich entspanne mich. Und wir Erwachsene kennen das von uns ja auch. Es gibt Bücher, die wir lesen, um uns zu bilden. Es gibt Bücher, die wir lesen, um was zu erfahren. Und dann gibt es Bücher, die wir lesen, um kurz einmal in eine andere Welt einzutauchen, um abzutauchen und zu sagen, ich mag nichts hören und mag nichts sehen von meiner Umwelt und ich erhole mich jetzt. Ich möchte nur Kitsch lesen, ne? Genau. Genau, ja. Ja, das ist oder Herzschmerz oder Abenteuer. Ja. Genau, oder Abenteuer oder keine Spannung. Ahnung. Ja. Und das ist auch bei den Kindern einfach erlaubt. Guinness Buch der Rekorde ist bei uns, das ist so in der Grundschule, gibt es so eine Zeit, da sind die so super, ne? Der Kult, ich finde es schrecklich, ne? Diese so lange Fingernägel, keine Ahnung was, oh Gott. Und die wissen das dann auch auswendig. Ja. Ja, ja. Was merken die sich? Was ich auch noch schön finde, ist so ein Besuch in der Bücherei. Man muss ja nicht alle Bücher immer kaufen. Hm. Also wir waren ganz viel früher in der Bücherei und die haben sich Bücher ausgeliehen ohne Ende. Einfach auch unterschiedliche Themen. Einfach zu gucken, was interessiert mich denn wirklich? Also wir haben auch unendlich viele Bücher zu Hause, aber wir haben das ganz viel echt am Anfang auch mit Bücherei gemacht. Jedes Erstleserbuch braucht man nicht zu Hause. Und auch zu gucken, ist es wirklich der Dino, der Ritter oder der Bauernhof oder was interessiert mich denn tatsächlich? Mhm. Also das war auch immer ein schöner Ausflug dahin und dann mit einem Rucksack an Büchern wieder nach Hause. Ja, und Bücherei bringt mich jetzt noch auf was anderes, nämlich es gibt einige Büchereien, die eine Spielothek haben, also wo man sich auch Spiele ausborgen kann. Und auch wenn ich mir Spiele ausborge, da ist überall eine Anleitung dabei, wie dieses Spiel zu spielen ist. Das heißt, auch da ist Lesestoff dabei. Und was ich auch gut finde, sind Hörbücher. Man muss nicht jedes Buch selbst lesen, weil einfach dieses Hören von Büchern wieder ein ganz anderer Genuss ist. Und das aber vielleicht den Anreiz macht, das Buch zu lesen. Wir hatten das beim Kleinen Prinzen. Der Kleine Prinz als Hörbuch war bei uns ein Autobuch. Und die Kinder haben es aber trotzdem beide mit Begeisterung mehrmals gelesen. Ich finde noch eine andere Sache bei den Hörbüchern, fällt mir gerade ein. Eltern, die denken so, ich kann nicht richtig vorlesen. Ne? Irgendjemand sagte von euch so, das gehört so zu modulieren und leise, eschlich und laut. Und ne? Ja, das bin ich nicht so. Wenn du Hörbücher hörst, die von guten Sprechern eingesprochen sind, dann ich übernehme das fast schon immer. Ne? Es gibt eine ganz wunderbare Reihe von Kirsten Boje, Möwenweg, ich liebe das als Vater. Ne? Also ich finde das so herzlich geschrieben.
Und ich spreche das im ähnlichen Duktusmodus, wie dass der Sprecher die Sprecherin spricht. Ne? Da erwische ich mich immer wieder. Und es macht mir totalen Spaß, das so vorzulesen. Ne? Also da können wir, ein Hörbuch ist manchmal für uns auch als Eltern ein Zugang zu dem Buch. Ne? Ich habe übrigens festgestellt, dass ganz viele Väter richtig genial vorlesen können. Sie tun es nur oft nicht. Also gutes Vorbild. Genau. Ja, wir diskutieren jetzt schon eine ganze Weile. Ich würde jetzt gern zu einem Ende kommen. Ich rufe euch noch der Reihe nach nochmal auf und vielleicht gibt es von jedem noch einen Schlusssatz. Ich würde gern mit der Maria anfangen, die war nämlich so still heute. Ich hätte noch eine Bitte. Ja? Vielleicht habt ihr Lust, irgendwie jeder euer Lieblingskinderbuch zu sagen? Eins? Ja. Unser eigenes oder das von unseren Kindern? Einfach so ein Tipp zum Persönlichen, fände ich schön. So. Weiß nicht, ob ihr darauf Lust habt. Ja, können wir gerne machen. Gut, Maria. Ja, dann würde ich direkt mit der Idee anfangen. Ja, bei mir ist ja das große Thema Trotzphase, alles, was so um die Gefühle von Kindern geht. Und da natürlich ganz groß die Motzko. Ich finde, das Buch hat sowas Ähnliches mit einer kleinen Fingerpuppe, also wirklich eine Kuh, die dann halt wirklich durch dieses ganze Buch begleitet und man die einfach wegschnippen kann und man so mit Kindern über diese ganzen Wutanfälle sprechen kann. Das wäre mein absolutes Lieblingsbuch, was ich absolut empfehlen kann für jeden Elternteil, der sich in dieser Phase befindet. Okay. Silke. Ja, also was mir sofort, als du die Frage stelltest, in den Kopf kam, mein eigenes Lieblingsbuch war Anna Garnknoll. Ich kann dir gar nicht mehr im Detail sagen, worum es da ging, aber ich weiß, ich habe das Buch auch. Ich müsste es mal wieder rauskramen. Und mit den Kindern, als sie ganz klein waren, habe ich unendlich viel Die Raupe Nimmersatt gelesen. Immer wieder. Und da können wir auch schon zählen. Aber ich finde die einfach total süß. Und ja, was du sagtest eben, Ilse, von wegen Schlusssatz, was soll man sagen, einfach nur die Eltern ermutigen, lest mit euren Kindern, lest vor, geht in die Büchereien, sucht schöne Sachen für die Kids aus, seid einerseits wachsam, aber auch entspannt. Jedes Kind ist echt anders und hat eine andere Geschwindigkeit. Christopher? Schwierig, Lieblingsbuch 1 zu finden. Ne? Der kleine Hobbit für größere Kinder, ne? So Ende der Grundschule. Und bitte nur das Buch, nicht diesen Film. Ja? Das finde ich ganz schrecklich. Der kleine Hobbit ist ein wunderbares Buch. Aber geht es auch schon zur Sache. Ende sehr traurig. Und für kleinere Kinder auf jeden Fall Die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Und dann zum Lesen lernen, habt viel, viel Geduld mit euren Kindern. Auch wenn das Jahre dauert. Ja. Petra? Also wir haben damals, also meine Kinder haben geliebt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Also das habe ich so ähnlich wie du die Raupe Nimmersatt rauf und runter gelesen. Stimmt, ja. Und, was wir gerne gelesen haben, aber vielleicht auch, weil ich da so eine tolle Erinnerung als Kind selber dran hatte, ist Michel aus Lönneberger. Also ich finde diesen Jungen einfach genial, was der so alles an Streichen angestellt hat, wie wenig angepasst der war, was der alles so gemacht hat. Das habe ich immer sehr, sehr gerne vorgelesen und ja, hat mich, also auch Pippi Langstrumpf, also Astrid Lindgren ist so, da bin ich schon echt Fan von ihren Geschichten und ihren Büchern. Mhm. Das war's, oder? Ja, das war's eigentlich so als Tipp, ja. Und sonst schließe ich mich echt euch an, also Büchereien und ein Angebot schaffen, selber in Buchhandlungen gehen, auszuhalten, wenn die Kinder in Buchhandlungen die Bücher da rausnehmen und einfach mit ihnen gemeinsam gucken, ein gutes Angebot schaffen. Die Interessen ändern sich, also auch immer mal wieder gucken, was ist an Interessen gerade dran. Und ja, achtsam begleiten, gucken und wirklich nicht selber. Also würde ich auch sagen, ist
leidet sonst die Beziehung zum Kind. Genau, ja. Darf ich noch kurz was sagen? Und du sagst gerade die Interessen und auch Bewusstsein. Geschwister können ganz unterschiedliche Interessen haben. Auch wenn es zwei Jungs sind oder zwei Mädchen sind. Bei dem einen sind es die Ritter und bei dem anderen die Indianer. Ja. Bei dem nächsten die Dinos. Ja. Ja, ich habe ein Vorlesebuch, das meine Kinder heiß geliebt haben. Das hieß Lisas Reise. Und wie oft ich dieses Buch gelesen habe, kann man daran erkennen, dass ich heute noch die ersten Seiten auswendig kann. Neulich nachts in ihren Träumen ging die Lisa auf die Reise durch den Wald aus Kugelbäumen in das bunte Land der Greise. Dort auf seinem Kugelthron sitzt der dicke Kugelkaiser. Neben ihm sein runder Sohn, Prinz Kügelchen, der Zirkelkreiser. Super! Und die Lisa geht halt dann durchs runde Land und durchs eckige Land und durchs rote Land und durch das grüne Land. Und es ist überall dort das verboten, was halt nicht rund im Runden darf, muss alles rund sein und so weiter. Und am Schluss endet so, dass die Lisa aufgewacht ist. Also sie hat das alles geträumt. Und eins meiner Lieblingsbücher im Grundschulalter war Die Oma mal im Apfelbaum von der Mira Lobe. Das finde ich ein super geniales Buch, das auch so dieses Thema der erfundenen Freunde aufgreift im weiteren Sinn. Und ja, mein Tipp: einfach Geduld haben, Vertrauen haben, immer wieder anbieten und auch erfinderisch sein. Also alles das, was ihr schon gesagt habt, viele, viele Möglichkeiten schaffen und vor allem bei kleineren Kindern und bei Erstlesern auch nicht zu viele Bücher auf einmal anzubieten, sondern lieber die Bücher auszutauschen. Ja, und wir verabschieden uns jetzt von euch. Wir hoffen, ihr konntet euch da jetzt ganz, ganz viel mitnehmen. Ich habe gesehen, wir haben da wechselnd viele Zuschauer gehabt. Dummerweise hat mir Facebook nicht gezeigt, wer da zugeschaut hat. Wenn es noch Fragen gibt, dann bitte in den Kommentaren stellen. Wir schauen wie immer drauf. Die Bilder von der Winkelfehlsichtigkeit und diese Abenteuerbücher, wo man den Schluss entscheiden kann, da stelle ich noch Links ein. Gibt es sonst noch was, wo wir Links brauchen? Ich glaube nicht, gell? War eine tolle Runde, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, war eine tolle Runde, wo man sicher auch ganz, wo wirklich auch viel, viel Handfestes drin war, finde ich. Ja, in diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Abend. Tschüss! Tschüss! Tschüss.